Jonas kauft sich an einer Eisdiele eine Kugel Erdbeereis. Sie hat einen Durchmesser von ca. 5,5 cm. Also von dieser Seite einmal hier so rüber, das ist der Durchmesser. Und dieser Durchmesser beträgt 5,5 cm. 5 cm, okay. Also ist der Radius davon die Hälfte. Sind 5,5 cm geteilt durch 2. Ja, das sind 2,25 Zentimeter. Quatsch. Das reicht ja nicht ganz. 2,75 Zentimeter. So, jetzt haben wir es aber. Okay, das ist jetzt erstmal der Radius grundsätzlich. Dann geht's weiter. Wie viele dieser Kugeln könnte man aus einer Eispackung mit einem Volumen von 1,1 Liter verkaufen? Also, die haben dann, die Eisdiele hat dann immer vorne so eine kleine Schale. Und da sind 1,1 Liter drin. So. Da ist die Schale, da ist das Erdbeereis drin. Und jetzt ist die Frage, wie viele Kugeln kann man daraus machen? Also wir müssen erstmal wissen, wie viel Volumen hat denn eigentlich überhaupt so eine Kugel hier? Dann rechnet man Volumen von der Kugel. Volumen von der Kugel, von der Eiskugel, ist gleich 4 Drittel mal Pi mal R hoch 3. R ist 2,75 Zentimeter. Und das Ganze hoch 3. Ergibt dann, also musst du den Taschenrechner eintippen, weil mit Pi und so ist ja immer so eine Sache. Das ergibt dann 87,1137, also ich mache so ein paar Nachkommastellen, einfach damit es genauer wird. 375, so, das ist dann gerundet auf die fünfte Nachkommastelle, das sollte, ich sag mal, genau genug sein. Das ist jetzt das Volumen von der Eiskugel. So, wir haben 1,1 Liter da oben. Also nehmen wir uns diese 1,1 Liter mal von dem Erdbeereis und jetzt haben wir hier die Größe Kubikzentimeter. Das ist Liter. Also 1,1 Liter müssen wir das mal umrechnen, sind ja gleich 1,1 Kubikdezimeter. So mal 1000, dann hätten wir hier Kubikzentimeter, also 1,1 Kubikdezimeter ist gleich mal 1000, 1100 Kubikzentimeter. Jetzt haben wir nämlich dieselben Einheiten hier, denn wir müssen das jetzt da durcheinander teilen. Wenn ich wissen möchte, wie viele Erdbeereiskugeln man aus diesem 1,1 Liter Eistopf nehmen kann, um die zu verkaufen, dann muss ich ja diese 1,1 Liter nehmen. Das ist ja umgerechnet jetzt 1100 Kubikzentimeter. Und die teile ich durch die Anzahl an Volumen, an Kubikzentimetern, was eine Kugel an Volumen hat. Also 87,11375 Kubikzentimeter. So, auch das geht im Kopf relativ schwer, aber mit dem Taschenrechner geht es. So, da kommt raus 12,63 ungefähr. 12,63. Die Kubikzentimeter haben sich gegen die Kubikzentimeter gekürzt. Das heißt, das ist jetzt hier die Anzahl an Kugeln. Anzahl an Kugeln. So, und das kann ich jetzt sinnvoll hier interpretieren. Und zwar, naja, wenn das 12,63 Anzahl an Kugeln, also 12,63 Kugeln sind, und hier steht jetzt, wie viel dieser Kugeln könnte man aus einer Eispackung verkaufen. Naja, es reicht ja noch nicht ganz zu 13 Kugeln, aber also 12 Kugeln könnte ich also verkaufen. 12 Kugeln kann man verkaufen. So, in diesem Video ging es jetzt um das Volumen nochmal und wir haben das einfach mal für die Eiskugel berechnet, haben das ins Verhältnis gesetzt zu so einem kompletten Bottich an Eiskugeln, wie viel Kugeln man da rausbekommt. Ich würde dir empfehlen, jetzt nochmal die nächste Aufgabe zu gucken, denn da gibt es jetzt nochmal das Volumen in einer anderen Situation. Und im dritten Video, also in dem Video mit der dritten Übung, da habe ich dann auch nochmal die Oberfläche für dich. Heißluftballon, dessen Form annähernd als Kugel zu betrachten ist, wurden 1500 Quadratmeter Stoff verwendet. Wie viel Liter heiße Luft passen in die Hülle? Also, wir sollen hier die Antwort in Liter geben und das ist eine Frage sozusagen nach dem Volumen. Also, besucht sich das Volumen und gegeben